Hallo zusammen, hier ist euer Daniel von Folge Deinem Herz, euer Herzensfolger. Ich wurde in letzter Zeit so oft gefragt, was kannst du mir für einen Tipp geben, was kann ich jemandem schenken? Es ist bald Weihnachten oder manche haben Geburtstag. Was kannst du mir denn empfehlen, was kann ich jemandem schenken, was auf alle Fälle gut ankommt und was diesen Menschen weiterbringt, was ihnen einfach gut tut? Und bevor ich jetzt jedes Mal eine E-Mail schreibe und jedem hier antworte, möchte ich jetzt einfach euch meine super 7 Tipps geben. Meine 7 absoluten Büchertipps für euch, für euer Last-Minute-Geschenk. Viel Spaß dabei, euer Daniel. Dranbleiben! Ich habe hier eine ganze Reihe an Büchern, die werde ich euch jetzt mal kurz auch zeigen, dass ich die auch habe. Wie ihr seht, hier das ganze Ding sind die Bücher. Aber ich habe die ganzen Bücher teilweise schon alle gelesen und die allerbesten davon möchte ich euch jetzt vorstellen, damit ihr ein Geschenk weitergeben könnt, das nicht nur ein Geschenk ist, ein greifbares, sondern ein mentales. Fangen wir direkt an. Und zwar habe ich hier 2 Bücher für euch von John Strelecki und ich kann euch diese Bücher wärmstens empfehlen, wenn ihr einem Menschen helfen wollt, der euch ganz lieb ist oder den ihr kennt, und weiterhelfen wollt, dass er zu sich findet, wieder Motivation aufnimmt, Kraft findet für das Leben zum Ein- und Ausatmen, um wieder sozusagen einen Sinn in seinem Leben zu finden. Und zwar ist es einmal das Café am Rande der Welt. Sehr, sehr geil. Das war mein erstes Buch von John Strelecki. Unbedingt lesen. Und das zweite ist Safari des Lebens. Beide sind eine sehr, sehr einfache Kost. Hoppala. Eine sehr einfache Kost. Und das Schöne ist, man kann sie schnell lesen und es ist sehr abenteuerlich geschrieben. Also es passieren, ja, wunderschöne Sachen in den Büchern. Also die 2 Bücher für Menschen, denen ihr helfen wollt, mehr Motivation und einen Sinn im Leben zu finden. So, diese 2 Bücher hier, die ich hier habe, sind für Menschen, die schon offen sind für dieses ganze Thema Sinn des Lebens und das Thema Persönlichkeitsentwicklung, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und da habe ich noch ein Buch von John Strelecki und zwar ist das The Big 5 for Life. Sehr, 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 sehr empfehlenswert. Also was ihr hier alles rausnehmen könnt, also und auch derjenige, der das Buch bekommt, er wird euch lieben dafür, dass er dieses Buch von euch geschenkt bekommen hat. Das verspreche ich euch. Und das nächste Buch heißt, wie man Freunde gewinnt. Der Titel ist ein bisschen falsch gewählt, aber man lernt hier die ganze Psychologie des Menschen kennen und nicht nur in seinem Berufsleben als Angestellter oder Selbstständiger werdet ihr so viele Sachen mitnehmen, die euch wahnsinnig nach vorne bringen werden. Auch in eurem privaten Umfeld, außerhalb der Arbeit, lernt ihr Muster, wie Menschen ticken und entspannter durch die Welt zu laufen. Also auch euer sozusagen der zu sagende, Beschenkende sozusagen, den ihr dieses Buch schenkt. Sehr, 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 sehr empfehlenswert. Habt ihr Menschen, die sich mit Finanzen beschäftigen und es einfach interessant finden, unbedingt folgende 2 Bücher geben. Und zwar ist es eine Kopf schlägt Kapital von Günter Faltin. Ein Hammerbuch, auch einfach zu lesen. Wahnsinnstipps, Wahnsinns-Mindset-Hinweise, wie man mit dem Geld umgehen sollte, wie Geld funktioniert. Also sehr, sehr empfehlenswert. Und natürlich Rich Dad, Poor Dad. Hammer. Also hier wird mal richtig aufgedeckt, wie eigentlich die Reichen denken und wie die Armen denken und warum Reiche reich werden, weil sie was gelernt haben. Und das steht alles hier in diesem Buch. Also unbedingt für Leute, die sich mit Finanzen gerne beschäftigen oder einfach gerne, ja, auch mehr Geld hätten in ihrem Leben in Zukunft, unbedingt diese 2 Bücher sehr empfehlenswert. So, und jetzt kommen wir zum letzten Buch und zwar mein absolutes Lieblingsbuch für Menschen, denen ihr einfach ein Geschenk geben wollt und die auch offen sind für Biografien. Und ich glaube, Biografien sind die meisten offen, weil man von Biografien alles Mögliche lernen kann, vom Privatleben bis zum Finanziellen, bis zum Persönlichen. Das ist unbedingt dieses Buch hier. Elon Musk, die Biografie. Der Gründer von Tesla, PayPal, SpaceX, mittlerweile auch OpenAI, also eine offene Plattform für Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, hat sogar jetzt vor, ein Bohrtunnelunternehmen zu gründen, um den Verkehr in Los Angeles zu optimieren. Also ein Wahnsinnstyp, der Da Vinci des 21. Jahrhunderts genannt. Dieser Mensch wird in die Geschichtsbücher eingehen. Also unbedingt dieses Buch schenken, das könnt ihr allgemein einfach verschenken. So, das war's zu meinen Last-Minute-Geschenketipps, ob jetzt zu Weihnachten oder zum Geburtstag, wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Links zu den Produkten, zu den Büchern findet ihr unten in der Liste, in der Beschreibung. Und ich werde die Affiliate-Links von Amazon natürlich posten. Ich bekomme dafür ein paar Cent, vielleicht 1 Euro, wenn es überhaupt hinkommt. Ihr zahlt das Gleiche, ihr zahlt nicht mehr.
Ihr habt einfach die Tipps von mir bekommen, wofür ich hier 6 Stunden gelesen habe, da 3 Stunden gelesen habe, 4 Stunden gelesen habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Beschenken. Lasst mich wissen, wie das Geschenk angekommen ist. Ich würde mich freuen. Euer Daniel von Folge deinem Herz. Bis dahin. Ciao.